Neben mir steht Jöran Musmeerholz. Jöran, wir haben demnächst wieder ein VHS-Barcamp in Leipzig. Du hast die Absicht auch zu kommen. Hast du eventuell ein Thema, was du mitbringen wirst? Was mich sehr beschäftigt und wo ich gerne über einen Austausch weiterkommen würde, wäre das Thema Open Educational Resources. Und ich habe dazu was vorbereitet. Es gibt ein White Paper zu Open Educational Resources in der Weiterbildung, im Allgemeinen, in der VHS im Besonderen, und würde gerne kurz vorstellen, was wir da so rausgekriegt haben und dann in einen Austausch kommen, was das Potenzial von OER wäre. Gibt es schon so eine große Idee von dir, was OER für Volkshochschulen bedeuten könnte? Tatsächlich glaube ich, das erste große Wort ist so Potenzial. Also es ist ja nicht so, dass von 200.000 Kursleitern gerade schon 100.000 loslaufen würden und da aktiv sind. Aber tatsächlich gerade gemeinsam ein bisschen zu spinnen, was sind da die möglichen Ansätze, was für ein Potenzial tatsächlich da ist, wenn von 200.000 Kursleitern, sagen wir mal, nur 10% losgehen und miteinander was machen, ihre Materialien diskutieren, eine Community bilden. Das ist, glaube ich, tatsächlich erstmal kaum abzusehen, wie groß das ist, was dahinter sein könnte. Sagen wir doch nur 10%, wären nur 20.000, könnte man schon einiges machen. Oh ja, das klingt danach, als wäre es einfacher, wenn man auf anderes Material zugreifen könnte als Kursleiter. Das ist ja sehr spannend. Ich bin sehr gespannt auf die Session und freue mich, wenn du kommst.